Wenn man sieht, dass Altach nach Gent fährt, um dort ein Unentschieden zu holen, dass Altach nach Innsbruck fährt, um Gent rauszukegeln, das ist nichts Alltägliches, was in Altach passiert. Ja. Ich fahre jeden Tag durch Altach, es ist ein sehr beschaulicher Ort, aber heute war alles andere als beschaulich, heute war es Rock'n'Roll. Und wenn in Altach der Rock'n'Roll lebt, dann haben wir viel richtig gemacht. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft mit dem Tor helfen habe können, aber ich glaube, ein Riesenlob gehört eher an die ganze Mannschaft. Ich glaube, wir haben heute wirklich alles umgesetzt, was der Trainer uns mitgegeben hat und sind verdient aufgestiegen. Wir haben den Matchplan wirklich perfekt umgesetzt und haben dann auch absolut verdient gewonnen. Nein, es gibt keinen Wunschgänger. Ich weiß nicht einmal, wer in den Töpfen ist, wer da weiter ist. Wer kommt, kommt. Wir werden uns so gut als möglich auf den Gegner vorbereiten. Wir werden nach wie vor Underdog sein. Wir werden die uns ziehen, werden auf der Landkarte schauen, wo Altach ist. Und ich hoffe, dass wir es finden und dann werden wir uns vorbereiten. Wir werden es wahrscheinlich wissen, wo wir spielen, aber der Gegner wahrscheinlich nicht. Ja, mal schauen. Es gibt eh nur noch hochkarätige Gegner für uns. Von dem her freuen wir uns auf die nächste Aufgabe und ja, lassen wir uns überraschen. Ich kenne die möglichen Gegner gar nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn man Gent raus hat, dann, ja, dann kann man auch die nächsten Gegner schlagen.